dann wird es passieren. Valentino wird mich hören und dann werden sie mir das geben, bitte. Oh nee, wozu habe ich mir dieses Babyhalting gekauft, wenn ich es nicht benutze? Ist doch der perfekte Anlass. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich freue mich mega, dass ihr am Start seid. Falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann würde ich mich definitiv freuen. Ich möchte auch in Zukunft noch viel, viel mehr Fashion ansprechen, wie man Sachen miteinander kombiniert. Aber ihr wisst auch, ich habe eine absolute Jacken-Obsession und auch eine Taschen-Obsession. Und ich möchte meine Obsession einfach auch mit euch teilen. Ich weiß, dass super viele aus der Community das auch so fühlen. Trotzdem möchte ich nochmal ganz am Anfang sagen, wir reden jetzt hier über Designer-Taschen. Es ist auf gar keinen Fall irgendein Life-Goal-Pflicht, so teure Gegenstände zu besitzen. Es sind halt Gegenstände. Es ist eigentlich komplett wahnsinnig, so viel Geld auszugeben. Aber ich habe so sehr meine Liebe dafür gefunden. Ich war ja früher sogar eher so anti sowas. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so reingerutscht und ich liebe es einfach. Ich liebe es, die Taschen anzufassen, so wie es sich alles anfühlt. Und es ist so hochwertig und ich weiß nicht. Also muss man nicht nachvollziehen können. Ich glaube aber, einige von euch können das nachvollziehen. Und ich habe mir jetzt dieses Video überlegt, auch für mich selber jetzt mal zu entscheiden, wenn ich mir nur 5 Handtaschen aus meiner Sammlung. Ja, es sind über 5. Oh mein Gott. Hätte mir das jemand früher gesagt, da hätte ich so gedacht, so, hä? Wenn ich mir nur 5 Handtaschen behalten dürfte, welche wären das? Und vielleicht kann das ja für den einen oder anderen auch eine kleine Inspiration sein, falls ihr irgendwie so eine kleine Taschenkollektion starten wollt. Ihr wisst nicht, was sind die Vorteile, Nachteile von Taschen. Ich habe einige, ich will das hier gar nicht zählen. Ich verdränge es einfach, wie viel Geld schon in sowas geflossen ist. Und zeige euch einfach die 5 Taschen, die ich mir aussuchen würde, wenn ich sie behalten dürfte. Aber ich zeige euch noch eine 6. Tasche und zwar fange ich kurz mit der an, einfach weil es meine neueste Tasche ist. Dieses Baby hier durfte erst vor ein paar Tagen bei mir einziehen. Ich liebe dieses Modell einfach optisch so sehr, also wie es aussieht, wenn man es so in der Hand hat. Ich liebe es, wie die Tasche sich anfühlt, wie sie, ich weiß nicht, wie man sie trägt. Sie hat eigentlich auch noch so einen Crossbody, so einen dicken Crossbody-Gurt, aber da den, ich weiß nicht, den Look feiere ich derzeit nicht so sehr. Sie wurde mir tatsächlich auf Instagram vorgeschlagen als Werbung und ich musste sie einfach, ich habe das ganze Internet tot gesucht, weil es leider eine 2020er Muttertags Limited Edition war. Und ich habe aber tatsächlich auf Farfetch noch ein einziges Exemplar gefunden. Coach Tabby 26 heißt sie, glaube ich. Also das ist die gibt es, glaube ich, auch noch ein kleiner, aber es ist die Größe 26. Sie sieht wunderschön aus. Ich finde an Coach generell schön, dass sie immer mit verschiedenen Materialien arbeiten. Hier hat das so mattgoldene, chunky Elemente, was ich auch immer super schön finde. Ich habe das Modell nochmal, da habe ich dieses Ding abgemacht. Ich glaube, das mache ich hier auch. Ich finde, das sieht immer noch ein bisschen aus wie so ein Preisschild. Das Ding ist, die andere habe ich tatsächlich in so einer herbstlichen Farbe, weshalb ich sie noch nicht oft getragen habe, weil ich gerade so in diesem Frühlingsmodus bin. Ich überlege gerade, ob ich von Worst to Best ranke. Oder von Best to... Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal mit meiner absoluten Favoritentasche an, die ich auch noch relativ neu habe, aber sie muss definitiv in dieses Video, weil sie mir schon einfach so oft bewiesen hat, dass sie wirklich eine sehr, sehr geile Tasche ist. Ich bin eher so der bisschen kleinere Taschenmensch eigentlich. Und dann zeige ich diese hier als Top-One-Tasche. Das ist die Louis Vuitton On The Go GM, also es ist die große Variante. Es gibt die auch noch in Mittel und teilweise auch in Klein. Aber dieses Modell weiß ich nicht, ob es das auch in Klein gab. Jeder, der mich ein bisschen verfolgt, weiß, ich habe sehr lange nach einer Designertasche gesucht, in die aber auch viel reinpasst, die ich auch auf Reisen mitnehmen kann, die robust ist, aber trotzdem auch so eine feste Form hat. Ihr kennt ja bestimmt alle gerade diese Dior-Taschen. Ich finde die nicht ganz so praktisch, weil die nur diesen kurzen Henkel haben. Dazu kommen wir aber gleich, obwohl ich zeige es euch einfach jetzt schon. Hier bei der Tasche liebe ich, dass sie auch lange Henkel hat. Das heißt, sie ist wirklich die perfekte Reisebegleitung. Und tatsächlich hätte ich nie gedacht, aber irgendwie gefällt mir sogar diese Farbkombination besser auf der Seite. Dieses Reversed Monogramm heißt es, glaube ich. Hier ist gerade eine Powerbank drin, aber ich kann sie euch auch nochmal kurz zeigen. Sie ist einfach riesengroß. Also Leute, da passt wirklich euer ganzes Leben rein. Wenn ihr auf Geschäftsreisen müsst, wenn ihr zu euren Eltern aber übers Wochenende fahrt, zu einer Freundin oder so, alles passt da rein. Und genau sowas habe ich halt gesucht. Ja, eine hochwertige Tasche, die mich mein Leben lang begleiten kann, wenn ich irgendwo mal nach Köln fahre für einen Tag oder so. Also auf einen Dreh oder keine Ahnung, wo alles reinpasst, wo meine Kamera reinpasst, aber auch Klamotten, Wechselsachen, keine Ahnung. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Man kann sie auch hier verschließen. Das heißt, dann natürlich, meine Mutter würde jetzt sagen, Reißverschluss wäre besser, aber immerhin kann man sie so ein bisschen zuschließen. Ja, wie gesagt, sie hat 2 Seiten. Einmal von der Seite sieht sie mäßig so aus und von der Seite sieht sie mäßig so aus. Und ich liebe wirklich alles an dieser Tasche, wie sie sich anfühlt, wie es verarbeitet ist, dass das Monogramm hier so groß ist und auf der anderen Seite dann klein. Und das ist einfach, es ist die schönste große Tasche, die ich mir hätte vorstellen können. Und ich hoffe, sie begleitet mich noch ganz, ganz lange. Ich liebe einfach, dass da alles reinpasst. Ich habe einen 15 Zoll Laptop, der passt easy peasy da rein. Sowas ist mir halt auch immer ganz, ganz wichtig bei so Reisetaschen. Ach, euer halbes Leben passt da rein. Wirklich, Leute, ich kann...
alles. Oh Gott. Jetzt ist mir die Powerbank auf den Kopf gefallen. Auf jeden Fall ist diese Tasche deswegen mein Platz Nummer 1, den ich nie wieder hergeben wollen würde. Ich glaube generell, dass Louis Vuitton Bags und Chanel Taschen gute Investments sind, weil die im Preis immer ansteigen. Ich achte nicht so mega krass darauf, aber es ist natürlich ein gutes Goodie. Ja, alle anderen Taschen gibt es ab und zu im Sale. Ich habe auch wirklich 70% meiner Taschen, würde ich sagen, im Sale gekauft. Vielleicht sogar 80% meiner Taschen, vielleicht sogar 90% meiner Taschen. Also ich habe immer gewartet, bis ich für irgendwas irgendwo einen Rabattcode hatte. Tatsächlich ist die einzige Tasche, wo es nicht so war, die hier. Ich glaube, ich habe sonst überall mit einem Rabattcode geshoppt. Außer halt Louis Vuitton und Chanel, weil es da halt nicht geht. Machen wir weiter mit einer Tasche, die definitiv nicht in diesen 5 Taschen fehlen darf, weil sie wirklich in so vielen Situationen einfach eine sehr, sehr gute Tasche ist. Die Rede ist von, und ihr kennt sie safe von mir, von der Givenchy Antigona Mini-Tasche. Ich finde sie wunderschön und extremst praktisch. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr praktische Tasche. Ich kann niemanden verstehen, der sie nicht besitzt. Also in diesem Game auf jeden Fall, weil ich sie so schön finde. Ich finde, sie ist super schön designt. Ich finde, dass das hier extrem edel aussieht. Es gibt natürlich extrem viele Dupes von H&M, Zara und so, die immer so in diese Richtung gehen. Sie fühlt sich unnormal gut an. Ich mag auch, dass sie eine silberne Hardware hat, weil dadurch ist es noch so ein bisschen mehr so sportlich edgy. Also es ist halt dadurch jetzt, wenn sie jetzt Gold wäre, wäre sie wieder so ein bisschen mehr so. Aber sie ist sehr so underdressed dadurch, aber irgendwie auch super edel. Ich liebe auch, dass sie so einen riesigen Reißverschluss hat. Das Einzige an dem Reißverschluss ist, wenn ihr einen Schal oder so da drin habt, dann verfängt er sich hier manchmal drin und zieht dann so Fusseln. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also ich liebe sie einfach. Ich liebe es, dass sie einen lang genugen Crossbody-Dings hat. Das heißt, sie sitzt auch mega gut Crossbody. Es ist nicht zu hoch, nicht zu tief. Ihr könnt es super gut einstellen. Der einzige Nachteil an der Tasche ist, dass sich die Träger hier ab und zu lösen. Also das ist so, das ist kein Klickverschluss oder so, sondern, kann ich das mal zeigen? Der Träger ist so hier dran, also der ist hier offen und bei dem schmalen, wo ist es jetzt hier genau, bei dem schmalen Teil schiebt ihr den so mäßig ran. Und mir ist es schon einige Male passiert, dass auf einmal die Tasche runtergefallen ist, weil sich ein Träger gelöst hat, weil man sich halt bewegt und ich finde, das ist echt nicht so gut gemacht, aber trotzdem ist die Tasche einfach wirklich ein Knaller und es passt super viel rein. Es ist eine kleine Tasche, die liegt auch nicht so schmal am Körper. Also ich würde sie jetzt vielleicht nicht zum Feiern oder so benutzen, weil sie echt schon doch ein bisschen mehr vom Körper absteht. Aber es passt trotzdem extrem viel rein. Hier passt auch eine kleine Wasserflasche rein und trotzdem ist sie nicht zu so groß und nimmt nicht so viel Platz weg. Also deswegen liebe ich diese Tasche sehr. Man kann sie so halten, man kann sie Crossbody tragen und wie gesagt, es passt eine kleine Wasserflasche rein. Also das finde ich wirklich chapeau, gut designt. Aber es liegt halt auch daran, dass sie dann halt ein bisschen mehr vom Body absteht. Die gibt es auch in super vielen Farben, super vielen Materialien. Also falls euch die interessiert, kauft die auf jeden Fall mit einem Rabattcode irgendwo auf einer Seite, wo es oft Rabattcodes gibt. Weil die ist sehr, sehr oft mal ein paar hundert Euro reduziert. Und wie gesagt, gibt es auch in sehr, sehr vielen verschiedenen Arten. Ich habe die ja zum Beispiel auch noch in groß. Das hier ist meine allererste Designer-Handtasche. Zu der greife ich nicht so mega oft, weil sie für die Größe wirklich sehr, sehr schwer ist. Die benutze ich dann eher so für so Meetings und so. Egal, dazu habe ich auch schon in meiner Taschensammlung geredet. Trotzdem liebe ich sie. Ich würde sie auch nicht hergeben. Aber wenn ich mich für 5 entscheiden müsste, würde auf jeden Fall die den Platz nehmen. Bei diesem Modell hier musste ich auch auf gar keinen Fall überlegen, also nicht eine Sekunde, das war eigentlich die erste Tasche, die mir in den Kopf gekommen ist oder die zweite nach meiner Louis Vuitton Tasche. Das ist die Louis Vuitton Rockstar Spike in Medium, also in der Medium-Größe und ich finde, das ist einfach die perfekte Handtasche. Also ich liebe alles an dieser Tasche, sie ist wunderschön und ich glaube, dass es definitiv, also ich habe die zweimal in zwei verschiedenen Farben und ich glaube, das wird nicht dabei bleiben. Also vielleicht werde ich mich von einer Farbe mal trennen und sie dann austauschen, so mäßig meine Kollektion so ein bisschen justieren, weil ich finde dieses Modell einfach so ultra schön. Ich finde, es sieht extrem edel aus. Man kann die Tasche auf super viele Weisen tragen. Diese Tasche habe ich schon echt oft getragen und sie ist noch nicht 1% irgendwie dreckig geworden oder so. Also ich finde selbst für diesen hellen Ton, ich hatte echt Angst vor diesem hellen Ton, aber es ist nichts passiert. Die Nieten sind super angenehm, also die pieken nicht, die tun nicht weh. Ich finde den Träger mega hübsch und edel. Es hört sich auch irgendwie schön an, wenn man ihn so hoch und runter fährt. Also ich weiß nicht, ich achte auch halt voll auf sowas, so Haptik. Wie fühlen sich die Sachen an? Und ich finde, das hört sich nicht billig an. Das fühlt sich eher so richtig so, man denkt sich so, oh. Also ich liebe auch das hier, dieses Geräusch, dieses
Gott. Könnte Taschen-ASMR-Fan sein, ich sag's euch. Liebe auch den Verschluss, der ist extrem praktisch. Also es ist so ein Drehverschluss. Und dadurch kann man die Tasche wirklich schon ausstopfen. Also ihr könntet sie füllen, dass sie ungefähr so ist. Und dann würde sie auch immer noch zugehen, weil ihr das immer irgendwie so verschließen könntet. Ich finde, das ist immer so ein bisschen tricky, wenn man einen Magnetverschluss hat, weil dann geht die Tasche halt irgendwann einfach nicht mehr zu. Deswegen bin ich ein sehr großer Fan von diesen Verschlüssen. Ich liebe auch dieses helle Gold, also es ist so ein Champagnergold, würde ich sagen. Kein Gelb-Gelb-Gold und ach, sie ist einfach wunderschön. Also ich zeig's euch nochmal kurz von innen. Von innen ist sie ganz normal, hat hier aber noch so ein kleines Fach, was ich, um ehrlich zu sein, glaube ich, noch nie benutzt habe. Und ein Fach hier mit Reißverschluss. Das einzige, Leute, was mir aufgefallen ist letztens, dass sie hier tatsächlich einen Faden zieht. Also ich denke mal, ich werde den jetzt abschneiden. Das ist in der Preisklasse natürlich eigentlich ein No-Go. Aber ich liebe sie trotzdem. Also diese Tasche kann mich nicht enttäuschen. Ich habe auch vergessen, ihr könnt alle Träger abmachen. Also ihr könnt die natürlich auch so tragen. Ihr könnt aber auch diesen Träger abmachen. Dann wäre die Tasche halt mäßig nur so. Ihr könnt aber auch den langen Haken abmachen. Ihr könnt auch alle Haken abmachen und sie dann so wie so eine Klatsch tragen. Also wirklich, das ist einfach ein Modell, was so vielseitig kombinierbar ist. Wie gesagt, gibt es in so vielen Farben. Und mein Life-Goal, ich hoffe, dass sie es nochmal machen, weil die hatten mal so eine Velour-Reihe. Also so, da war das mit so einem Velour-Leder. Und ich finde Velour-Leder eh extremst schön. Und die hatten das in bunt. Also es gab so hellblau, rosa, ich glaube grau, gelb. Also es gab so solche Farben. Da gab es das noch in Samt, aber Samt finde ich sah billig aus. Aber in Velour sehen die so geil aus, aber die gibt es nicht mehr. Ich gucke auf jeder Secondhand-Seite. Also falls ihr die in Velour findet, schickt sie mir bitte, weil ich will eine bunte in Velour am liebsten. Also oder grau will ich auch. Oder am liebsten aber irgendwie so rosa oder hellblau. Ja, ich glaube so ein Taubengrau hatten die, was so blaugrau war. Ja, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall stetig auf der Suche und ich halte immer die Augen offen, ob sie neue Modelle davon rausbringen, weil ich die einfach unnormal liebe. Die gibt es auch in Jeans, also mit so einem Jeansstoff. Die finde ich auch extremst schön, weil man die eben auch so ein bisschen, weil die ein bisschen mehr so casual ist, weil die ist ja schon sehr so glowy, glitzerig durch die Nieten, aber irgendwie auch nicht zu viel. Also ich, vielleicht ist das fast meine Nummer 1, ich sag's euch, weil die einfach so praktisch ist und da passt super viel rein. Also das ist einfach, es ist einfach eine geniale Tasche. Ich habe mich jetzt gerade nochmal umentschieden und zwar wird auf jeden Fall in meine Top 5 Handtaschen, wenn ich mich entscheiden müsste, die ich behalten muss, auf jeden Fall auch noch die Small-Variante davon kommen. Also hier haben wir die Valentino Rockstar Spike in Small. Dann seht ihr hier nochmal den Größenvergleich. Es ist nicht viel, aber vom Inhalt auf jeden Fall schon dann doch gewaltig. Eigentlich im normalen Fall sind die kleinen Taschen auch günstiger, in dem Fall nicht. Ihr seht, sie ist super fancy, bestickt. Ich finde sie unnormal schön, aber die Tasche gibt es halt sonst auch im normalen Look, wie die Tasche, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich zeige sie euch jetzt nochmal vom Nahen. Also die ist extremst schön gemacht. Hier keine Naht ist hier irgendwie falsch gesetzt. Ich hatte die jetzt auch schon ein paar Mal beim Weggehen an, was natürlich nicht so oft vorgekommen ist. Die Tasche wird mich beim Weggehen so oft begleiten. Ich liebe sie so sehr. Ich finde sie wunderschön und die gibt es auch nicht so mega oft. Deswegen ja, werde ich die auf gar keinen Fall. Ich würde die niemals weggeben. Nie, nie, niemals. Ich finde sie auch von innen mega schön, muss ich sagen. Weil sie hier, ah, ich habe noch das Ding dran, ne? In so einem beigen Velour ist, Leute. Und genau in diesem Velour will ich sie von außen, bitte. Irgendwann wird es passieren. Valentino wird mich hören. Und dann werden sie mir das geben, bitte. Meine Vlogkamera würde reinpassen und mein Handy und dann bin ich auch schon good to go. Das ist mir auch immer mega wichtig eigentlich, dass meine Vlogkamera und mein Handy reinpasst. Oder und mein Portemonnaie, weil voll oft ist es immer so, eins muss immer weichen, dann lasse ich meistens meine Vlogkamera zu Hause, filme mit dem Handy weiter, je nachdem. Aber die ist auf jeden Fall auch mega schön. Hat natürlich wieder hier diesen, die gleiche Kette, nur in kürzer. Oder ich weiß gar nicht, ob die kürzer ist, die Kette. Glaube aber schon. Wird nicht ganz so oft ausgeführt, eben weil sie so ist, wie sie ist. Aber wenn... Ach, und außerdem, selbst als Deko sieht sie krass aus. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es mir fällt, mich zu entscheiden. Ich würde euch am liebsten gerade, weil es auch einfach so ein Thema ist, für das ich so brenne, würde ich am liebsten zu so vielen Taschen jetzt was erzählen gerade. Ich würde euch am liebsten, ich habe meine ganzen Taschen hier gerade auf meinem Boden im Kreis gelegt, damit ich die ganze Zeit so gucke, was... wohin ich jetzt greifen würde und so. Falls ihr Bock habt, dass ich euch nochmal eine updated Taschensammlung zeige, dann lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Oder ich könnte auch zum Beispiel mal meine Top 5 Jacken oder meine Top 5 Jeans. Wenn ich dieses Top 5 Ding weitermachen soll, dann gebt mir auch mal einen Daumen nach oben und schreibt mir mal bitte eure ganzen Ideen dazu in die Kommentare. Also was euch davon am besten gefallen wird, welches Top 5 Format euch vielleicht als nächstes interessieren würde. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt meine letzte Tasche, die es in die Top 5 schafft. Und es war wirklich schwierig für mich. Also sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, es wird die hier sein. Und zwar ist das die Balenciaga Hourglass in
der Size Small. Es gibt die auch noch in XS und in XXS. Also es gibt die noch eine Größe kleiner und nochmal ganz klein. Dann ist sie wie diese Jacquemus-Taschen, wird so ausgesprochen, ich weiß nicht, die so ganz klein sind, die ich auch Caro geschenkt habe. Auf jeden Fall liebe ich diese Tasche auch unnormal und allein, weil meine Managerin mir diese Tasche geschenkt hat, hat sie für mich so einen emotionalen Wert. Das war einfach ein ganz, ganz krasser Moment. Und generell finde ich diese Tasche einfach auch ultra schön und ich habe die jetzt auch nochmal mir in Rot nachgekauft, weil ich das Modell einfach so edel finde. Also ich finde, die Tasche sieht so, ich glaube, die ist jetzt gerade nicht mega sauber, aber sieht so edel aus, auch weil das Gold hier matt ist. Das ist zwar Gelbgold, aber so in matt und ich finde das so geil. Ich liebe auch hier wieder, dass es irgendwie so ein bisschen so chunky Dings ist und es ist so wieder dieses, wie es sich anfühlt und so. Ich liebe es. Hier kann man hinten sein Handy reinstecken. Die Tasche ist auch gerade voll, aber ich frage mich gerade mit was. Ah lol, ich war damit gerade unterwegs. Hier ist nämlich noch mein Portemonnaie drin in der Maske. Ihr seht, da passt Portemonnaie rein, Maske. Theoretisch würde auch meine Vlogkamera und Handy reinpassen. Aber wenn meine Vlogkamera drin ist, muss ich schon wirklich immer so machen, dass es zugeht. Weil ihr seht, das ist mit Magnetverschluss. Wäre das jetzt mit so einem Verschluss, würde es glaube ich easy gehen. Aber mit Magnet immer schwierig. Aber kein Beinbruch. Ich liebe, dass man sie so halten kann. Aber halt natürlich auch Crossbody. Ich finde, diese Tasche sieht extrem edel aus, weil nicht zu viel Schnickschnack dran ist. Sie ist so sehr minimalistisch irgendwie. Nicht zu schwer, nicht squishy. Sie ist so starr und pur irgendwie. Und ich liebe sie einfach. Also das ist eine so wunderschöne Tasche. Und wie gesagt, ich verbinde sie irgendwie mit einer Emotion und mit meinem Management. Und ich bin super dankbar für alles, was mein Management für mich tut. Und deswegen, yes, gehört sie auf jeden Fall auch da rein. Und wie gesagt, ich liebe dieses Modell einfach. Ich habe es mir noch in einer anderen Farbe gekauft. Also... kann sie euch mal in Rot kurz zeigen. That's her in red. Von innen sind die einfach nur ganz starr, minimalistisch und haben so ein ganz, ganz kleines Dings-Pocket, was ich aber auch nicht wirklich benutze. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich will, dass endlich mein Taschenregal fertig ist, weil ich lager die gerade alle so mega zusammengequetscht und das ist halt auch nicht gut für die Taschen. Und ich merke hier auch gerade, dass hier so eine kleine Delle drin ist. Ich hoffe einfach, dass die rausgeht. Ich bin gerade ein bisschen traurig. Ich bin sehr froh, dass das Video jetzt beendet wird, weil ich definitiv diesen Punkt hier rauskriegen will. Und Leute, seht ihr das? Es sind sogar zwei! Das ist halt, weil sie hinter meiner Nietentasche stand. Habt ihr irgendeinen Plan, wie das weggeht? Also ich meine, das wird niemandem auffallen, außer mir, aber ich liebe ja diese... Oh nein. Oh, ich bin so traurig gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wollte übrigens noch eine Tasche an euch verlosen. Und zwar, oh Leute, bitte hat irgendwer einen Tipp dafür, weil das triggert mich gerade so unnormal, ne? Ist geistig. Oh, ich schwitze richtig, Alter. Mann. Egal. Ich verlose eine Tasche an euch und zwar diese hier von Lancaster. Die haben die mir mal geschickt und ich finde sie ultra hübsch. Also wirklich, die ist mega cute und als ich die euch auch im Vlog gezeigt habe, haben mich super viele gefragt, woher die ist. Aber ihr wisst, ich habe euch ja gezeigt gerade, dass ich mir die hier geholt habe und ich finde, die sind sich schon sehr ähnlich. Deswegen werde ich die hier jetzt an euch verlosen. Ich habe die tatsächlich auch noch nie draußen angehabt, wirklich nur einmal im Vlog getragen. Die hat auch einen super schönen Verschluss und super groß, da passt viel rein. Und falls du sie jetzt haben willst, dann musst du einfach nur Abonnent meines YouTube-Accounts sein, einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar in die Kommentare schreiben, warum du diese Tasche gewinnen möchtest. Und schreib am besten deinen Instagram-Namen dazu, dann kann ich dich dort kontaktieren. Das ist alles, was ihr machen müsst. Nächste Woche lose ich es aus. Also ihr habt jetzt genau eine Woche Zeit mitzumachen. Schickt es gerne euren Freunden, keine Ahnung, der diese Tasche haben will, weil die ist super, super schön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye! Ich hoffe, ihr freut euch.